Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fritzi Kreller. Ich bin Kunsthistorikerin und Kuratorin und kuratiere als freischaffende Kunsthistorikerin unter anderem die Ausstellung in der Guardini-Galerie in Berlin. Das ist der Podcast So geht's auch, ein Projekt der Guardini-Stiftung. Das Projekt wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir sprechen im Rahmen dieses Projektes mit Künstlerinnen und Künstlern über ihre Arbeit und ihr künstlerisches Schaffen vor, während und nach Corona, über die Perspektiven, Chancen, aber auch Fehlstellen, die durch die Pandemie aufgetreten sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Atelier des Künstlers Philipp Zorzur hier in Schöneweide zu Gast sein dürfen. Ganz herzlichen Dank und so begrüße ich jetzt auch zu unserer 5. Folge Philipp Zorzur. Ganz herzlich willkommen, lieber Philipp, bei So geht's auch. Ich freue mich, euch heute hier zu haben und bin neugierig auf ein Gespräch, was sich hoffentlich anmutend für Sie darstellen wird. Vielen Dank. Philipp Zorzur ist Maler und Zeichner, in Rumänien in Bukarest geboren und in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen. Er ist auch an der aktuellen Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum der Guardini-Galerie am askanischen Platz Sky and Heaven, der Himmel über Berlin, beteiligt. Aber darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Und vor 3 Jahren gab es die große Ausstellung Abend ohne Land mit Philipp Zorzur in der Guardini-Galerie. Und dazu ist auch der wunderbare Katalog, das wunderbare Buch gleichen Namens erschienen. Jetzt erst einmal meine erste Frage an dich, Philipp. Wie wird man Maler? Oder wie entstand die Idee, Maler bzw. Künstler zu werden? Und wie gingst du diesen Weg? Ach, man wird es schon ganz direkt. Man wird es, indem man zeichnet. Man malt als zweites, man zeichnet zuerst. Und so begann ich eigentlich als Kind in einer extrem musikalischen, musikbetonten Familie. Also der Vater Komponist, die Mutter Pianistin, ein Haushalt in Bukarest. Ich als kleiner Junge begann zu zeichnen, was ja nichts Außergewöhnliches ist. Das ist ja vielleicht das, was jedes Kind macht. Und der Unterschied war der, wenn man ihn da schon statuieren will, dass die Formate, die mir vorgesetzt wurden, extrem groß waren. Das Verständnis für künstlerisches Schaffen war eben im Haus da unter meinen Eltern. Und so wurde mir das Papier, was mir untergeschoben wurde, waren nicht irgendwelche beiläufigen Restzettel und unliebevollen Papiere, sondern es waren großformatige A0-Bögen, es war Kohle, Reiskohle, es waren mal Pastell, es waren schon ganz tolle Materialien, die mich natürlich auch unglaublich angezogen haben. Das heißt, dein Vater als Komponist hat auch gezeichnet? Er ist jemand, der in vielen Künsten unterwegs ist und er hat seinen ursprünglichen Wunsch, Architekt zu werden, war damit immer verbunden, auch sehr viel selber zu zeichnen. Ja. Und erinnerst du dich, was du als erstes gezeichnet hast? Es waren Gesichter, großformatige Gesichter, immer eigentlich Porträts, vielleicht auch angeregt durch die unterschiedlichen Physiognomien der Freunde, die zu uns ins Haus kamen. Wir hatten immer Besuch, also es war ein relativ offenes Haus, Freunde, Künstlerfreunde, die vom schmutzigen Bart bis hin zu der etwas extravaganteren Frisur, also viele Künstler der Zeit, die sich in diesen kleinen Dingen ausleben konnten, in diesem doch sehr verschlossenen System Rumäniens damals. Und so hat mich das sehr angeregt, zu probieren, durch die Gesichter, die ich zeichne, diesen Leuten näher zu kommen. Aber sehr bald eigentlich merkte ich und hab dann aber auch doch nicht so nach Ähnlichkeit gesucht, sondern habe dann gemerkt, dass das Gesicht, das menschliche Antlitz, dass ich das prinzipiell selber erfinden will, immer wieder neu zeichnen will, um eine Art Urtypus-Gesicht zu erfinden. Ich weiß nicht, ob die rumänischen Ikonen dabei auch irgendeine Rolle spielten, schon als Kleinkind. Das fände ich jetzt übertrieben oder gar bis in die Bildwelt oder Bildanalyse von Ikonen hineinzuspringen. Aber eigentlich, wenn ich die ganz frühen Zeichnungen so zwischen meinem 3. und 8. Lebensjahr angucke, waren es grundsätzlich nur Gesichter, großformatig, Kohle, oft auch auf einen Gestus reduziert, dass der Bogen, der den Umriss des Kopfes beschreibt, aus einer Linie entsteht. Später kamen mir solche zeichnerischen Versuche auch im Studium bei ganz anderen Künstlern als grundsätzliche
Untersuchungen kamen sie mir wieder vor und ich sah, dass das durchaus eine grundsätzliche zeichnerisch-malerische Beschäftigung sein kann, eine künstlerische. Doch damals bin ich intuitiv als Kind irgendwie auf diese ganz puren, einfachen Dinge, die ja oft nicht die schlechtesten sind, gekommen. Gut, du hast deine Kindheit in Rumänien verbracht, bist dann nach Deutschland gekommen. Wann war das genau, Genau, Philipp? Ich war 10-jährig, bin ich dann mit meinen Eltern, konnte ich dann, also besser, präziser gesagt, mit meinem Vater, konnte ich dann offiziell aus dem kommunistischen Rumänien, was von Ceausescu noch regiert wurde, auswandern. Auswandern. Dann warst du zuerst in München, bist dort zur Schule gegangen, hast Abitur gemacht. Und wann stand fest, dass du wirklich Künstler werden willst, Kunst studieren möchtest? Und wo hast du dich beworben und wann bist du nach Berlin gekommen? Also über die familiäre Lage war natürlich auch und die Situation und das Musikbetonte habe ich natürlich auch ein Instrument gespielt und war immer dazu angehalten, auch eher in die Musik zu gehen. Und so kam der Widerspruch in mir, irgendwie was Eigenes zu suchen und dem irgendwie dagegen mich zu wehren und einen eigenen Weg zu suchen, auch schon mal so aus Protest gegenüber den Eltern, um das eigene zu entwickeln und zu formulieren, kam schon sehr früh, weil sonst wäre ich in der Musik gelandet. Also es war so eher ein aus der Musik heraus mich in die Kunst, in die bildende Kunst zu bewegen. Und so hat dieses Zeichnen, dieses frühkindliche Zeichnen in Rumänien nie abgerissen. Und es ist ein Unterfangen geblieben, was ich immer weiter für mich untersucht habe. Und der Entschluss wirklich fest, das professionell zu machen, also wenn man das überhaupt als schönes Wort nennen kann, professioneller Künstler zu werden, stand eigentlich dann schon sehr, sehr früh fest, im Gegensatz zu dem, nicht professioneller Musiker zu werden. Und das war so mit 12, 13 Jahren. Da merkte ich auch, dass diese Disziplin in der Musik und dieses doch sehr handwerkliche Erlernen von Material, dieses unglaubliche Mengen an Dingen erstmal zu absorbieren und uns in die Finger zu bekommen, zum Beispiel als Pianist, dass das etwas ist, was eine Mechanik hat, die mich nicht sehr interessiert, sondern dass ich mehr auf der schöpferischen, auf der erfinderischen Seite sein will. Und das konnte ich dann doch besser in meiner Malerei, in meinen Bildern der Zeit ausleben und dort intensivieren. Und so habe ich mich dann schon, also zur Abiturzeit stand schon ganz klar fest, ich möchte mich an der Kunstakademie bewerben. München hatte ja auch eine derartige Institution, die aber zu dem Zeitpunkt noch für mich relativ uninteressant war. Und so war der Blickpunkt ganz klar gerichtet auf die Stadt, die sich in Deutschland 1995 immer noch sehr gut und sehr stark bewegte und entwickelte, und das war Berlin. Und gab es da auch Künstler am Himmel, die auftraten, wo du sagtest, da möchtest du hin? Absolut, absolut. Also meine Bewerbung war zum einen in Berlin, und in Düsseldorf hatte ich mich auch beworben, weil das die attraktivere und besser angesehene. Heute würde man ja von Ranking sprechen. Das war die Hochschule mit dem besseren Ranking. Und so habe ich Düsseldorf auch in Erwägung gezogen, habe aber schon intuitiv die schlechtere Mappe dort abgegeben, wurde dann auch prompt abgelehnt. In Berlin wurde ich gleich angenommen, vielleicht auch nur ein Zufall. Ich mag mir da das nicht auf die Stirn schreiben, dass ich das so gut manipulieren konnte. Und in Berlin war die Anziehungskraft war vorrangig die Stadt. Künstlerisch gab es aber natürlich schon jemanden, von dem man gehört hatte, auch als junger, noch nicht so informierter in der aktuellen Situation, noch nicht so informierten Menschen, gab es natürlich den großen Namen Georg Baselitz. Und das war so ein Stern, der einen doch angezogen hat. Also man wollte irgendwie sehen, was macht er, wie ist der, wo unterrichtet er. Ich wusste, der ist an der Hochschule der Künste, und mit so jemandem direkt in Kontakt zu treten. Ein paar Bilder hatte man schon im Original gesehen, man hatte die Helden gesehen oder diese Arbeiterbilder, also bestimmte Dinge waren da, und das hat natürlich angezogen. Baselitz hat aber die Kunstpädagogen unterrichtet. Genau. Das heißt, du hast die Grundlehre bei wem absolviert? Ich wurde ja direkt angenommen, begann dann, das wusste ich auch noch nicht mal, wie das Studium strukturiert ist, dann kamen diese ganzen, wie funktioniert so ein Studium überhaupt? Ich war natürlich unglaublich
euphorisch angenommen worden zu sein und auf der anderen Seite wollte ich es aber auch ganz schnell, extrem eitel dem hinterhergehen, die große Karriere zu beginnen. Und dazu musste auch ein Studium schnell passieren und möglichst breit angelegt sein und alles am besten machen. Und dachte, ich würde noch Film und Fotografie und alle Medien irgendwie für mich durchforsten. Und plötzlich musste ich aber entdecken, ich komme ja gar nicht zu einem Professor, zu einer Professorin, komme ich ja gar nicht in die Fachklasse, sondern ich lande wo? Ich lande in so einem Sammelpott, was Grundlehre damals genannt ist, was auch eine große Geschichte hat. Was ist eine Grundlehre? Was geht es da um Grundlagen? Gibt es noch Grundlagen? Diese ganze Fragestellung stellte sich plötzlich neu auf. Und die zwei Professoren, die das damals leiteten, waren Henning Kirschner und Frank Badur. Das waren die Leiter der Grundlehre, zusammen mit einem Team sehr aktiver Dozenten wie Anna Schuster und auch einigen Tutoren aus den anderen Fachklassen. Und da merkte ich, da passiert was, da wird viel diskutiert, das hat eine hohe Intensität, man muss die eigene Persönlichkeit entdecken und umkippen, umkramen. Man muss anfangen, an sich zu arbeiten in der künstlerischen Ausarbeitung. Das war die Grundlehre bei Frank Badur. Und Meisterschüler warst du dann bei Bernd Koberling. Hast du ihn dir ausgesucht oder welche Wahl hattest du oder welche Gründe sozusagen haben dich zu Bernd Koberling getrieben damals? Wenn in der Grundlehre von Grundlagen gesprochen wird, stören sich viele Professorinnen und Professoren inzwischen heutzutage. So sprechen viele etwas zeitgenössischere Orte und Akademien oder Hochschulen sprechen inzwischen von einer Orientierungsphase. Und manchmal verbinde ich gerne beide Worte und sage, die Grundlehre dient der Orientierung und so ist es eine Orientierungsphase. Man kann mit diesen Worten hin und her sehr hübsch springen in ihnen und in ihrer Bedeutung. Und so galt damals die Berliner Grundlehre der Hochschule der Künste auch der Orientierung innerhalb der Schule. Wen gibt es überhaupt als Professorinnen und Professoren? Was ist das Angebot? Wer ist überhaupt da? Was ist für eine Stimmung? Was sind die künstlerischen Inhalte, die behandelt werden? Wen interessiert einen? So haben sich auch ganz unterschiedliche Karrieren entwickelt bei meinen Kommilitonen, dass sie mit der fixen Idee kamen, Bildhauerei studieren zu wollen und plötzlich in der Medienkunst landeten oder dass sie zeichnen wollten, beim Maler landeten und so weiter. Und bei mir war es eben eigentlich die ursprünglich fixe Idee, zum Baselitz irgendwie mir den näher anzuschauen und dieses Anschauen war doch ein sehr langweiliges. Das muss ich inzwischen bekennen, dass die paar Gespräche und auch ein persönliches Gespräch mit ihm eigentlich eher ein pädagogisches Abklopfen waren, vielleicht auch seiner Aufgabe geschuldet, am Fachbereich für Lehramt zu unterrichten. Vielleicht hat er sich selber unter dieser Klammer gesetzt und es wurden Namen abgeklopft, die ich in der bildenden Kunst schon kannte und ich empfand den Zugang an dem Punkt erstmal als nicht sehr anregend. Und dann entdeckte ich diesen Berliner Typen, wirklich eine wirkliche Type, Bernd Koberling, der eine aufregende Malereiklasse hatte. Da wurde gemalt, da ging es um Farbe, da ging es um die Steigerung von Farbe, um Strukturen. Nicht zwingend um Abstraktion, sondern es war eine Malerei, die zeitgemäß, die aber trotzdem aus dem malerischen Fundus wirklich schöpft und darin Bilder von hoher farbiger Intensität, die sie sonst in der deutschen Malerei wenig vorkommen, stattfinden. Und das war der Diskurs der Klasse. Und dann war der plötzlich für mich ganz hoch im Kurs und habe mich auch für ihn interessiert und bei ihm mich dann nach der Orientierung beworben. Und das hat dann auch geklappt, bei ihm anzufangen und dann das ganze Studium letztlich bei ihm zu bleiben. Wie findet man seine eigene künstlerische Sprache? Beginnt das im Meisterstudium oder würdest du sagen, das begann schon vorher? Das beginnt eigentlich meiner Meinung nach noch vor den Kinderschuhen. Also das Studium ist dann schon ein sehr später, das ist ein spätes Feilen und ein Werkzeug, um sich bewusst über bestimmte Dinge zu werden und sie wirklich im positiven Sinne des Wortes professionalisieren, um sie bewusst anwenden zu können und zu wissen, wie man mit ihnen umgeht, um Kontexte zu
erfassen, sich selber auch in ihn einzufinden, sich zu positionieren, das ist das, was im Studium letztlich passiert. Und das Grundwerkzeug, wie Yehudi Menuhin sagt, irgendwie, dass bei einem Künstler 1% das Talent ist und 99% ist es die Arbeit, die einen zu einem guten Künstler werden lässt, so empfinde ich das eigentlich vielleicht nicht ganz in dieser Verhältnis, aber empfinde ich es auch als sehr wichtig, dass die Arbeit ist im Studium, aber dieses Einprozentige, dieses Talent, das kommt aus den Kinderschuhen. Das ist eine gegebene Gabe oder ein Rüst, etwas, was man auch nicht durch Arbeit kompensieren kann. Wenn es nicht da ist, kann man das nicht erfinden. Die Malerei wird ja gern als Königsdisziplin bezeichnet und der Beruf des Künstlers ist vielleicht auch der freiste und schönste Beruf in der bildenden Kunst. Aber es ist ja nicht leicht, von der Kunst zu leben, besonders in den Zeiten der Pandemie. Wie ist es dir jetzt nach dem Lockdown ergangen? Also im Moment habe ich noch über den Lockdown keine großen Veränderungen gespürt. Ich denke, dass die Schwierigkeiten allgemein da sind. Mit der Malerei, oder da sind so viele Dinge drin gerade, Königsdisziplin und ja, es ist eine wunderbare Freiheit, die du hast als Maler, deine Sprache auszuformen, ja, die Bilder zu malen, auf die Welt unmittelbar zu reagieren mit diesem Medium, und andererseits ist es auch harter Tobak, mit Malerei zu überleben. Und jetzt, sag ich mal, sind vielleicht die Ausstellungsmöglichkeiten etwas zurückgegangen. Es finden ja zum Glück wieder Ausstellungen statt. Ich würde es mal andersherum für mich formulieren. Nicht davon leben zu müssen, gibt einem eine enorme Freiheit. Und zwar die Freiheit, malerisch und künstlerisch das zu untersuchen, wozu mich die Arbeit treibt, und nicht die Produktion eines für eine Galerie oder für bestimmte Ausstellungen oder in einem extrem hart getakteten Rhythmus produzieren zu müssen. Das, was bei einigen erfolgreicheren Kollegen doch sehr sichtbar ist, dass sie sich treu bleiben und auch alles unglaublich gut bewerkstelligend trotzdem in einem gewissen Zugzwang landen, Dinge zu reproduzieren, zu produzieren und immer wieder auch auf bis hin zu einer gewissen Wiedererkennbarkeit hin, sich das Erschaffen ihrer Arbeiten so zu denken, dass sie auch tauglich sind, für den Markt zu funktionieren. In diesem Zugzwang war ich noch nie. Und das ist natürlich auch, bringt mir die Problematik ganz persönlich, dass ich auch nie rein von meiner Arbeit leben konnte. Und daher spüre ich auch über Corona im Moment noch nicht so den Wandel, weil ich das sowieso gewohnt bin, im Prinzip zwei Standbeine zu haben. Ja, aber die Corona-Soforthilfe für Solo-Selbstständige im Frühjahr, nach dem Lockdown, die hast du bekommen? Die habe ich bekommen, und die war auch zum Beispiel, um wirklich in dieser Zeit, wo wir auch über die Zeichnungen und auch die großen Papierarbeiten gesprochen haben, die in der Zeit genau entstanden sind im Atelier, also in dieser Rückzugszeit und in dieser Lockdown-Zeit, wo sich ja das Einsamsein im Atelier so anders anfühlte. Das war eine unglaubliche Beruhigung, und da habe ich mir doch den Staat auch mal wirklich sehr gelobt, dass das derartig schnell auch funktioniert hat in der Phase, dass die Art von Beruhigung, und da, wo 5.000 Euro für bestimmte Leute nicht sehr viel Geld sein müssen, ist es für uns doch als Grundsicherung was ein extrem gutes Tool, um einfach mal durchatmen zu können und sich nicht komplett beunruhigen zu lassen über die Zukunftsaussichten, die einem bevorstehen. Ja, und gab es Auswirkungen auf dein künstlerisches Schaffen, oder gab es Impulse oder auch Störungen, die du empfunden hast aus dieser Zeit, die sich unmittelbar im Atelier wiedergespiegelt haben? Dass es sich anders angefühlt hat, also die Stille, die draußen war, die ist dann auch nochmal als komisches Element in das
Arbeitsleben im Atelier reingekommen. Also ich war jetzt nicht, es war keine unproduktive Zeit, es war schon eine sehr gute Zeit, in der wirklich auch das Arbeiten im Atelier extrem gut funktioniert hat und auch neue Impulse aus dem Malerischen heraus entwickelt haben. Also ich konnte über großformatige Papierarbeiten, wo ich Bilder auf Papier male, mir auch die Zeit dafür nehmen, die komplett frei zu entwickeln und weiterzutreiben und auch mit anderen technischen Mitteln dran zu gehen, mehr in, kann jetzt auch spezifisch werden, indem ich sage, mehr mit Ölkreiden und Pastellen sehr, sehr zarte Momente setzen zu können und zu experimentieren, dran zu erforschen, wie das gegen Tusche und andere Momente im Bildwerk stehen. Ja, und auf der anderen Seite hat es aber auch einen etwas beklommen, dass das Stille, dass man das so macht und man plötzlich diese Zeit fühlt sich loser an und etwas ruhiger. Vielleicht haben sich auch die Gegensätze gegenseitig aufgehoben, weil du hattest draußen Stille, drinnen Stille und auf einmal. Ja, und ich empfinde das nicht nur, also malerisch habe ich das ja auch so in unterschiedlichen Bereichen, dass ich immer wieder mehr Gegensätze schaffe, aus denen ich male und gegen die ich angehe, ob das über das Material ist, dass ich mir ein extrem grobes Papier aussuche, auf dem ich male, das mir aber so lange grundiere und immer wieder schleife, dass es eigentlich extrem glatt wird, um diesen Untergrund zu spüren, oder dass ich bei bestimmten Leinwänden mir die Leinwand mit einem schwarzen Kreidegrund grundiere, sodass ich im nicht hinterleuchtenden der Grundierung Farbe ganz anders setzen muss und viel stärker, also dass ich immer so eine Art Gegenpole mir suche von Untergründen und Materialitäten. Solche Sachen sind auch irgendwie für mich ein Statement gegenüber dem, was es draußen außerhalb des Ateliers. Also was benenne ich in dieser abstrakten Malerei und wie bin ich Kind meiner Zeit auch und nehme Dinge wahr, die in diese Formen und Formengeflechte mit reinspielen inhaltlich. Ja, bleiben wir nochmal bei der Malerei, deiner Arbeit. Welche Themen berührst du mit deiner Malerei und was ist für dich wichtig, wenn du eine Bildidee entwickelst und auf die Leinwand bringst? Oder einfacher gesagt, wie fängst du ein Bild an, wenn du vor der weißen Leinwand stehst? Das ist dieser schwierige Moment, dass man oft gar nichts weiß und immer wieder sich schwer tut zu beginnen. Und erst wenn die ersten Dinge da fast willkürlich, oft gucke ich gar nicht wirklich hin, was ich mache bei den ersten Flecken oder ersten Momenten, wo ich Farbe draufsetze auf was auch immer für einen Untergrund, um erst dann zu reagieren und anzufangen zu malen, wenn schon was drauf ist. Also so. Löppert sagte mal in einem Interview, erst wenn das ganze Bildformat vollgemalt ist, fängt man eigentlich das Malen an. So ein bisschen in die Richtung geht's. Ich würde das nicht so voll machen, aber ein gewisser beginnender Punkt, also eine Unachtsamkeit, ein Moment, der von sich aus entstanden ist, auf den man dann reagiert, das ist eine Initialzündung. Vielleicht der Fleck, vielleicht die Linie, vielleicht eine Spur, dann beginnt die Auseinandersetzung und dann steigst du in den künstlerischen Prozess ein. Wunderschöner Moment, wenn das Papier, was einem auf dem Tisch liegt, schon mal ein bisschen verschmutzt ist. Das ist sehr wohltuend, um sich dann an diesem Schmutzflecken zu orientieren und von dem aus zu beginnen. Du hast so schön mal gesagt, hier ein Zitat von dir, Malerei erlaubt es zu schichten, Erfahrenes auf komplexe Weise zeitlich zusammenfassen, eine mögliche Übersetzung dichter Erlebnisse. Da spielt eigentlich genau in die Kerbe dessen, was ich noch nicht beantwortet habe, und zwar der inhaltlichen Ebene. Was nehme ich mit? Was, worauf beziehe ich mich? Was sind die Themen der Bilder? Und in einer abstrakten Formsprache mag es dem einen oder anderen vielleicht sogar komisch klingen, dass ich sehr konkret oft auf Dinge Bezug nehme. Dieser Bezug ist aber mehr vielleicht für mich, besser gesagt, ein Impuls, um zu beginnen, um etwas zu benennen. Das sind Impulse, die ich in der realen Welt wahrnehme, sehe, auf Reisen, oft in extremen Regionen, an Peripherien der Kultur, europäischer Kultur auch. Du bist nach China gereist, nach Anatolien, in die Osttürkei,
Genau. Das sind so Orte, wo man durch sein eigenes Fremdsein und nicht, also wo man durch Nichtzugehörigkeit plötzlich merkt, dass man andere Verknüpfungen sieht zwischen Kultur, Religion, Alltagsleben, also soziologischem und psychologischem, dem einzelnen Menschen, den Gruppen. Vielleicht auch eine Schichtung der Strukturen des Daseins, die du immer wieder mit in die Malerei einbringst. Absolut. Wie ist es in jetzigen Zeiten? Reisen ist nicht so angesagt. Richtig. Du bist sehr auf Berlin konzentriert. Fehlt es dir schon oder wie siehst du das jetzt in diesen Zeiten? Es gibt ja leider viele Bereiche der Welt, die man nicht so bereisen kann und konnte, auch schon vor der Pandemie. Jetzt durch die Pandemie ist man natürlich noch mal vorsichtiger. Ich denke, man wird lernen müssen, wie man damit umgeht, weil ich glaube, dass man hat den Käfig ja aufgemacht und wir haben das Reisen gelernt und das Reisen ist ja was kulturell sehr Altes schon. Und das zuzumachen, nur um uns nicht zu infizieren, ist keine Option. Und so muss man lernen, wie man reist und wohin und wie man sich schützt einfach und wie man umgeht. Und die kleinen Beschränkungen, die man vielleicht zur eigenen und zur gemeinschaftlichen Hygiene eingehen muss, die sind vielleicht auch, gehören auch zu etwas, was man guten Geschmack nennen könnte, dass man sich schützt. Also bei den Reisen in China habe ich Menschen mit Masken in U-Bahnen, sei das in Shanghai oder in Peking, in Beijing, einfach oft gesehen, einfach schon um aufgrund der Menschenmenge und der Verdichtung dieser urbanen Orte eine gewisse körperliche Pflege. Das gehört dazu, so wie sich mal die Hände zu cremen. Vielleicht sind das ja auch dann die postpandemischen Erfahrungen, die auch in unsere Zivilisation Einzug halten werden. Letztlich, ich gucke gerne in Gesichter nach wie vor, nicht nur als Kind. Und ich fände es schade, wenn wir jetzt die Maske als grundsätzliches Accessoire für immer behalten, als notwendiges Mittel. Aber bei Ausbrüchen und in so einer Phase sich damit zu schützen, und das find ich jetzt nicht eine derartige Anstrengung. Man sieht oft die Augen glänzen und man sieht immer noch, wie jemand reagiert und was für ein Mensch sich hinter der Maske versteht. Warst du diesen Sommer auf Reisen? Konntest du die Zeit nutzen, der Lockerung nach dieser Lockdown-Phase? Oder bist du im Atelier geblieben und hast den Alltag hier in Berlin verbracht? Ich habe, glaube ich, etwas gemacht, was viele gemacht haben. Ich bin ein bisschen innerdeutsch verreist und war nur familiär etwas in München und ansonsten doch im Atelier und einfach in der Arbeit in Berlin geblieben. Und hab die Umgebung, was man auch merkte, dass sehr viele das genutzt haben, die Berliner Umgebung mit den Seen genutzt und die extrem voll waren, aber trotzdem konnte man ein erfrischendes Bad in dem einen oder anderen See sich genehmigen. Und hast du Sorgen oder vielleicht auch Angst vor einem erneuten Lockdown jetzt während der Monate des Herbstes und des Winters? Ist es was Bedrohliches, dem du entgegenschaust, oder kannst du es jetzt mit der Erfahrung des Sommers mit Gelassenheit angehen? Ach, gelassen ist es nicht, weil es verändert an ganz vielen Punkten, die einen doch bewegen, verändert das Leben. Also ich bin nicht so informiert oder kann gar nicht das, was es auslösen würde, vor meinem inneren Auge mir ausmalen, was es eigentlich heißt, auch was dann wiederum auf uns alle zurückspielt, auch wirtschaftlich oder auch sozial. Und ich glaube, dass es da sehr große Notmomente entstehen können über Lockdowns und ganz viel Einsamkeit und Vernachlässigung. Ich muss sagen, für mich persönlich allein, wenn ich mich so direkt nur meine Person angucke, erschreckt es mich jetzt eher nicht. Und ich fand den Moment dieser Ruhe oder dieses besonderen Moments als doch auch produktiv. Und ich fand, in eine andere Lage hineinversetzt zu werden, die man sich nicht aussucht. Also dieses Fähnchenzwang, unter dem man steht, doch auch etwas, was mit einem macht und wo man über sich anders spürt. Und das fand ich, das sich neu spüren, fand ich einen guten Moment. Und konntest du vielleicht auch davon profitieren, von dieser Zeit und von der Ruhe auch für deine Arbeit? Also ich konnte mich so langsam drauf einstellen, dann war er aber auch schon wieder weg, muss man sagen. Ja, also Gott sei Dank. Kommt er ja vielleicht wieder. Also ich möchte ihn nicht zurück mir ersehnen, aber Angst würde er mir aber nicht machen.
Ja, vielleicht noch eine wichtige Frage. Was wünschst du dir als Maler für deine Zukunft? Welche Perspektiven siehst du mit deiner Malerei? Sind es größere Ausstellungen, die jetzt vor dir stehen? Welche Ideen hast du da und Wünsche? Also die Wünsche sind auf jeden Fall die, die Sichtbarkeit zu vergrößern auf meiner Arbeit und durch Ausstellungen oder auch vielleicht durch meinen bestehenden Moment, also dass man die Malerei und die Bildwelt, die ich betreibe, wo ich diese Einflüsse aus den Regionen, alles, was ich damit einfließen lasse, dem auch mal einen festen Ort, auf einen Ort direkt reagieren zu können. Das wäre etwas, was mir unglaublich Freude machen würde. Du träumst ortsspezifischen von einem festen, Atelier an einem Ort, wo du... Einem Atelier, das ist das eine, aber eher von einer ortsspezifischen Arbeit auch mal realisieren zu können. Also direkt entweder ein Bild für einen Ort zu machen, auf Leinwand und vorzubereiten oder direkt mit den Wänden, mit dem Ort an eine Wand zu gehen oder an in einen Raum zu gehen und das Bild auch ein bisschen räumlicher werden zu lassen. Und würdest du bei der Öl- bzw. Acrylmalerei bleiben oder siehst du auch Fresken vor deinem inneren Auge? Durchaus auch Fresken oder direkt auf die Wand zu gehen, also wirklich mit dem vorhandenen Untergründen zu arbeiten und auch Texturen, aber auch vielleicht in gewissen Lineaturen oder zeichnerischen Momenten auch räumlich zu werden. Das sind deine inneren, ungemalten Bilder. Genau, also dass die Linien sich befreien aus dem Bild und vielleicht zu Objekten, zu Drähten, Schnüren, Holz, Lamellen, also dass der Begriff der Texturenmaterialität sich auch aus dem Bild herauslöst, dadurch begriffen durch den Raum selber, für den man das macht. Also erst den Raum zu analysieren und diese Frage wurde mir auch öfters gestellt, wie befreit sich denn das Bild von der Staffelei und was passiert, wenn ein Bild in den Raum fällt, fand ich damals eine unglaublich blöde Frage, weil der Raum, den ich schaffe, geht ins Bild hinein und darin entsteht das Bild, wobei es auch kein Fenster in dem Sinn mehr ist. Unter den hergebrachten kompositorischen Fragestellungen. Aber dieses sich befreien, dass es dann unbedingt von der Staffelei fallen muss, das trotzdem habe ich auf diese Frage damals auch so geantwortet, dass ich gesagt habe, es hängt immer von dem Raum ab, in dem das stattfindet. Und ich würde mich erstmal mit dem Raum befassen, vielleicht mit der Geschichte des Raumes, mit den Maßen, mit der Materialität, mit dem Licht, mit all dem, was der spezifische Ort zu tun hat, um dann für den Ort was zu machen. Mhm. Dann entsteht eine Symbiose, die für mich dann auch künstlerisch reizvoll ist. Du bist ja Maler, auch Zeichner, aber du hast ja auch schon für Bühnenräume in einigen Projekten mal gearbeitet. War das schon ein Beginn dieser Auseinandersetzung mit einem Thema in einem Raum über eine gewisse Zeit zu arbeiten für dich? Durchaus. Also ich habe bei den Bühnenbildern, die ich gemacht habe und bei den Arbeiten mit anderen Projekten, also in anderen Projekten, gab es sehr schöne Momente, dass ich zum Beispiel mit Profibühnenbildnern sprach, die mir dann sagten, wie, du hast dich auch damit befasst, was du da machst inhaltlich, mit dem, worum das Stück geht. Ich mache immer ja meins, hieß es dann von einer Stelle. Und da war ich doch sehr erstaunt, und ich dachte, ich kann mich nur über den inhaltlichen Kontext dessen an das annähern und aus mir bezogen darauf was bringen. Und so habe ich mich natürlich inhaltlich sehr damit auseinandergesetzt, was wir da behandeln, um was es geht, wo das polarisiert ist, und wollte nicht, dass sich etwas an dem Bühnenbild reibt, was ich sowieso mache, was ja einige Künstler sehr gerne machen, einfach einen Quader auf die Bühne zu stellen und den gelb anzumalen. Also so. Und das ist für mich eine Einschränkung und dieser Widerspruch, der da entsteht, ist nicht aus der eigenen Arbeit herausgesetzt. Das interessiert mich nicht. An dem Punkt möchte ich mit der Geschichte gehen und mit dem Raum, wenn es den Raum auf der Bühne oder den Raum als ortsspezifische künstlerische Installation und da wirklich die Reibung rausholen. Ja, zwei neue Arbeiten, die in diesem Frühjahr 2020 entstanden sind und jetzt auch in der Ausstellung Sky and Heaven zu sehen sind. Das sind zwei Arbeiten auf Papier, auf diesem chinesisch handgeschöpften Papier.
Sie tauchen in die Himmel der Malerei von Schwarz und Weiß ein, von Tag und Nacht. Und es ist in dem Bild Weißarbeit die Farbe, die uns in die Tiefe des Bildraumes führt. Und andererseits wieder in dem anderen Bild Schneise vor einem schwarzen Hintergrund die Farbe, die in ihrer Leuchtkraft und Intensität uns entgegenspringt. Also auch nochmal sehr interessant, wie unterschiedlich du den Raum einmal in die Tiefe arbeitest und einmal uns entgegen. Es sind für mich zwei Möglichkeiten eines Entwurfs von Farbräumen und Bewegungen, die wir so anschauen können. Und diese zwei wunderbaren Arbeiten auf Papier, auf großformatigem Papier, sind jetzt in der Ausstellung zu sehen, in der Guardini-Galerie. Und diese Ausstellung ist noch zu sehen bis zum 20. November am Askanischen Platz in der Galerie der Stiftung, geöffnet auch von Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr. Und möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil das ja auch sehr schön ist, dass man nochmal zwei Arbeiten von dir sehen kann. Also in der Guardini-Galerie die zwei Arbeiten, die Fritzi Kreller gerade erwähnt hat, Schneise und Weißarbeit, das sind die Titel, Weißarbeit. Da kann man eigentlich in die inhaltliche Welt auch ein bisschen, sind die Titel bei mir immer so gesetzt, dass sie etwas hineinführen in das, woher die Bedeutung oder der Impuls kam, diese Bilder zu machen. Und Weißarbeit kam zum einen zu dem Zeitpunkt, wo Black Lives Mattered. Und ich im Prinzip auf einem schwarzen Untergrund etwas malte, was quasi wie eine Art Symbol sein könnte. Und die ganzen schwarzen Flächen, die in dieser plakativen Welt, in der wir leben, in dieser Daumen hoch und Herzchen ran der sozialen Netzwerke, da malte ich auf einem schwarzen Untergrund und dachte mir, ich lande jetzt genau in der gleichen Plakativität und habe dann aber diese Arbeit Weißarbeit genannt, als Gegensatz auch zu dem, was wir im Sprachlichen als schlimm konnotiertes Wort der Schwarzarbeit haben. Und dachte mir, nein, das ist keine schwarze Arbeit, das ist eine weiße Arbeit. Und es ist, bitteschön, wenn wir konnotieren durch Schwarz und Weiß, ist Weiß das Positive von mir aus, aber dann ist auch das Schwarze genauso positiv. Und das geht gar nicht, das auseinanderzuhalten. Also ist es eine Anspielung und eine Ironie mit diesen Worten, sie so festlegen zu benutzen. Und Schneise ist im Prinzip eine Form von Hineingehen in diese farbigen Welten wie eine Art Weg ins Bild hinein. Ja, wunderbar. Die zwei Arbeiten, Schneise und Weißarbeit von Philipp Zorzor, sind noch zu sehen in der Ausstellung am Askanischen Platz in der Guardini-Galerie am Anhalter Bahnhof bis zum 20. November. Sie ist geöffnet Montag bis Freitag, 13 bis 18 Uhr. Vielen Dank für deine Einladung, Philipp, für das Gespräch. Und gleichsam danken möchte ich auch noch der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch die dieses Projekt gefördert wird. Das war die fünfte Folge von So geht's auch. Vielen Dank für den Besuch.